Hallöchen, heute möchte ich euch mal was zeigen. Jetzt muss ich da leider noch mal wieder Strom ranstecken. Ist leider leer. Ihr werdet sehen, was es ist. Ja, es ist eine Fernbedienung. Und zwar eine Universalfernbedienung. In dem Fall ist das eine Logitech Harmony Pro, keine Ahnung, was weiß ich nicht. Die habe ich geschenkt bekommen, auch von demjenigen, wo ich die. Wo hatte ich, was hatte ich denn da? Achso, dieses WLAN-Dingens bekommen habe. Der hat mir die zugeschickt. Ja, jetzt geht das nicht. Der hat mir die auch noch mit zugeschickt. Die war mit bei. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz mal zeigen: das ist eine Fernbedienung und zwar eine Universal-Fernbedienung, die wirklich funktioniert. Ich brauche nicht mehr mit Codelisten rumspielen. Ja, man spiegel mich, ist egal. Ich brauche nicht mehr mit Codelisten rumspielen. Irgendwelche. Ah, da ist er. Irgendwelche Suchlaufendinger machen. Hier brauche ich bloß übers Internet, übers USB-Kabel. Modellnummer eingeben. Und dann funktioniert das schon. Man hat, glaube ich, gerade eben gesehen, ich hoffe, man hat es sehen können, da steht jetzt der Samsung-Fernseher und LG-DVD-Player. Power Capture Eject Clear Mega Music, wie auch immer, da ist so viel, das ist ein Touchscreen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber funktioniert wunderbar. Weil ich habe zu diesem LG-DVD-Player keine... Ja, manchmal... Manchmal möchte er nicht so. Habe ich keine Fernbedienung, weil ich diesen LG Blu-ray Player 3D aus der Mülltonne habe. Und ich hatte schon zwei Universal-Fernbedienungen dafür, die in den Grundzügen funktioniert haben. Also an, aus, links, rechts ein bisschen okay, das war's. Aber es ging kein Menü. So vieles ging nicht. Bei der hier funktioniert das. Nicht alles, aber wahrscheinlich das meiste. Was aber blöd ist, wenn man sie programmieren möchte, man muss sie halt mit USB anschließen am PC und muss die Software installieren. Und bei der Software muss man ein Konto haben. Man muss sich registrieren. Das finde ich ein bisschen blöd in dem Sinne, dass man da ein Konto haben muss. Gut, was soll's. Heutzutage geht eigentlich gar nichts mehr ohne irgendwie sowas. Eine Sache noch zu dem USB hier. Es passen nicht alle USB-Stecker rein. Ich habe hier noch ein USB-Kabel. Ist das hier zum Beispiel? Jo. Ich habe hier ein USB, Micro-USB. Das passt da nicht rein. Da ist der Stecker zu breit. Ein passendes Kabel hat er leider nicht beigelegt, aber das ist egal. Es gibt aber noch so eine Ladeschale, wo sie dann reingestellt wird. Und wo sie dann immer geladen ist. Das hier unten, das macht man eigentlich nur zum Programmieren und dann ist vorbei. Aber ich habe gerade die Ladeschale irgendwo hingeräumt, weil ich sie so nicht brauche. Ich lasse es so, wie es ist. Weil ich dann den Blu-ray-Player eigentlich nur kurz benutze. Und für den Fernseher hier, den ich als Monitor benutze, eigentlich auch nur selten. Ich weiß nicht, ob das hier auch noch mit dem Akku, ob der, wie lange die Akkulaufzeit hier drauf ist. Also, ich meine, sie lag jetzt hier einige Tage ohne benutzt zu werden. Aber sie funktioniert, wenn ich jetzt mal kurz das USB abziehe, da ist ein bisschen Strom drauf, funktioniert auch auf Bewegung. Wenn ich sie jetzt nicht bewege, geht sie aus. So, wenn ich sie hier bewege, geht sie wieder an. Ab und zu ist sie hier angegangen. Ich weiß nicht, ob der jetzt der Akku in Ordnung ist oder nicht, aber eigentlich nur mal kurz gesagt, endlich mal eine Fernbedienung, die funktioniert. Das wollte ich euch noch mal zeigen. Die habe ich auch noch dazu gekriegt. Ich will jetzt nicht auf die Software eingehen, das wäre zu viel. So, das wäre das. Dann
Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.